Also senkrecht ist das auch nicht. Und das habe ich mich schon lange gefragt, ja. Ich muss nämlich demnächst etwas bauen. Da brauche ich wirklich perfekte senkrechte Bohrungen. Und mit der Hand, also ist das eigentlich nur bedingt möglich. Jetzt kann man sich natürlich Bohrständer kaufen, ja, ist klar. Aber wir wären ja kein Heimwerkerkanal, wenn wir nicht probieren, selber einen Bohrständer zu bauen mit möglichst wenig Geld und ganz einfach und passend für alle Maschinen. Denn das Gute ist, die meisten Maschinen, ich habe da jetzt hier mal drei Modelle, ja, die haben diesen Eurohals. Und dieser Eurohals hat immer 43 mm. Außer natürlich mein Akkuschrauber, ja, der hat es nicht, aber es gibt Akkuschrauber, die haben das. Und das ist natürlich ein super Vorteil, wenn wir wissen, was die Aufnahme ist, ja, dann können wir uns auch einen Bohrständer bauen. Nun schreiten wir zur Materialauswahl. Da würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier so ein Reststück 18 mm Multiplex. Wird wahrscheinlich auch dünner gehen, aber ich denke, dicker ist stabiler, das werden wir gleich sehen. Das Ganze hier ist ein Riesentest. Ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Wir werden es aber nachher gleich sehen. Jetzt machen wir erst einmal das Loch. Mittelpunkt angezeichnet. Wir machen jetzt das Loch für die Aufnahme. Und dann gucken wir uns, dass wir das erstmal irgendwie diese Aufnahme bauen. Das ist das Erste, was wir machen. Und von da an versuchen wir uns den Weg weiter zu unserem Bohrständer zu ebnen. Dann schauen wir mal, ob das geht. So, hier stellen wir jetzt mal ein, was wir brauchen. 3,40. So, jetzt eine Frage an euch. Wer kennt das Werkzeug noch nicht? Also ich glaube, die Leute, die den Kanal schon länger schauen, die werden das Werkzeug definitiv schon auswendig kennen. Für die Leute, die es noch nicht kennen, ich habe es dir in der Videobeschreibung verlinkt, du wirst gleich sehen, wie geil es ist. So, wir probieren es mal. Ja, das passt schon sehr gut. Wir machen eh noch eine Klemmung, dann passt es. Safety first, ja, beim Truppe immer. Safety first. Passt nicht rein, ja, das wäre aber egal. Wir haben jetzt vergessen, wir möchten es ja auch alles schön machen. Wir konstruieren es nochmal, ich habe eine Idee. Wir hoffen, dass es jetzt passt. Himmelarsch. Ist doch größer gestellt. Ich bin doch am Arsch. Hier geht ja nicht mal das Bohrfutter durch. So, dass das passt, weiß ich, weil ich habe 9 Probebohrungen gemacht. So, das ist, was wir bis jetzt haben. Da wir aber natürlich diese Bohrmaschine spannen wollen, schneiden wir jetzt noch auf. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, müsste es hier rein. Wunderbar. Und wenn wir jetzt hier oben, da wird man jetzt eine Schraube durchbohren, zuspannen, dann spannt uns diese Bohrmaschine hier optimal ein. Müssen wir uns jetzt halt überlegen, wie wir uns jetzt hier einen Spannmechanismus hinkriegen, irgendeine Schraube, weil es läuft nachher in einem Käfig drin, dass es geführt ist. Weißt du, ein Hebel wäre geil, aber den haben viele von euch natürlich nicht. Das muss ohne Hebel auch gehen. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich löse Dinge gerne auf die leichtmöglichste und unumständlich. Truppe? Umständlicher kannst du. Ich bohre mit einem 6,5er Bohrer vor, falls ihr es nachbauen wollt. Und dann bohren wir mit einem 10 mm Bohrer nach. Warum? Seht ihr gleich, ja? Das ist der Truppetrick, den er jetzt gleich lernt. So, und jetzt bohren wir mit dem 10 mm Bohrer. 10 mm Bohrer nach. So. Jetzt haben wir vorne eine 6 mm Bohrung und hinten eine 10 mm Bohrung. Und wozu ist die jetzt größer? So, ich habe jetzt hier Beilagscheiben reingelegt. Hier oben kommt eine ganz normale Mutter mit M6 und wenn ich jetzt unten langsam drehe, dann zieht sich diese Mutter in das Holz rein und bleibt da auch drin. Die geht dann nicht mehr raus. Und so habe ich ein Gewinde drin,
ohne dass ich da irgendwas Kompliziertes oder Teures verwenden muss. Das war mal geil. So, den Trick nehme ich ganz oft. Er ist billig, er ist einfach, er ist schnell. Ja, und da die Schraube eh immer auf, oder die Mutter eh immer auf Spannung ist, geht die auch nirgends hin. Jetzt haben wir das Teil, ist warum irgendeine Art Führung, dass das natürlich schön senkrecht bohrt und rutscht. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie wir es machen. So, aus den Teilen bauen wir uns jetzt eine Führung zusammen und dass diese Teile, die gleich aneinander laufen werden, sauber laufen, schleife ich die einfach noch ein bisschen, dass sie sauber laufen. So, dann tragen wir mal ganz wenig Leim auf. Glatte Seite nach innen. So, und dann empfehle ich euch solche Leimzwingen, die kosten, ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Ihr seht, ich habe davon einen ganzen Arsch voll. Die kann man so super brauchen. Die sind so hilfreich bei so vielen Sachen. Wenn es dann so weit angezogen hat, dann müssen wir aufpassen, denn wir haben hier drin, drückt uns den Leim raus. Das heißt, wenn wir hier jetzt eine perfekte Kante haben, dann hakt der Leim ein. Deswegen habe ich hier jetzt noch so eine leichte Phase angeschliffen, dass es hier auch jahrelang läuft, ohne dass es diesen Leim hier erwischt. So, und jetzt klebe ich ganz einfach nur diese zweite Leiste hier hin und schaue, dass die innere sich noch bewegt. So, Multiplex trocknet recht schnell, ja, 10 Minuten ist das schon lang fest. Und da muss es natürlich leicht laufen. Wir werden es nachher noch wachsen. Wenn es jetzt nicht läuft, dann schleift ihr das einfach nach. Also das läuft jetzt, können wir die Führung weitermachen. Yeah. Jetzt haben wir hier aber noch einen Überstand. Den haben wir bewusst gelassen, dass diese Führung, ja, das kann man ja nicht exakt ausmessen, sonst das ist quasi immer ein bisschen zu groß. Ich habe es dann gleich viel zu groß gelassen, denn wir werden das Ganze jetzt mit dem Bündigfräser abfräsen. So, jetzt ist alles nämlich wunderbar glatt und schaut auch gut aus. Ist ja immer wichtig, dass es gut ausschaut. So, jetzt kleben wir unsere Bohrmaschinenaufnahme an die Führung dran. Also das muss jetzt hier an dem Zeitpunkt leicht laufen. Wir wachsen das nachher noch alles. Jetzt aber kleben wir kurz das Ding da drauf. Wir schrauben das nachher auf jeden Fall noch. Das hier ist nur da, damit es jetzt erstmal hält. Und jetzt ist wichtig, das Ganze sollte im Winkel sein. Denn wenn ihr übertrieben das so macht, könnt ihr nie senkrecht bohren. Also müsst ihr da jetzt gucken, dass das ziemlich genau passt bei euch. Dann kurz eine Schraubzwinge hin. Und dann lassen wir das kurz anziehen. Und wenn es angezogen hat, zack, zack, zwei Schrauben rein, geht nie wieder auseinander. Wenn der Leim da vor sich hin trocknet, machen wir die Base. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Mittelpunkt finden, einfach nur die Ecken miteinander verbinden. So, Mittelpunkt. Dann Loch bohren, 5 mm in meinem Fall. So, und dann benutzen wir wieder die Kreisschneidevorrichtung für die Bandsäge. Wer sich noch an das letzte Mal erinnert, als ich sie gebraucht habe, ja, das war beim Würfelbrett. Das war jetzt nicht so gut für die Bandsäge, wenn ihr euch erinnert. So, 105 brauchen wir. Ja, ein bisschen mehr machen wir es so, das passt. So, ich bin gespannt, ob es heute geht oder ob ich wieder alles zusammenschlagen muss. Ich hoffe nicht, weil ich habe die Bandsäge eigentlich eingestellt gehabt. Warten wir es ab. Und schon scheiße. Und schon scheiße. So, die ganzen Vorrichtungen, die ich hier benutze, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die habe ich alle mal gebaut. Gehe ich jetzt auch nicht mehr näher drauf ein. So, wie man jetzt sieht, läuft der Kreis wirklich perfekt rund. Und ich kann jetzt natürlich
jeden Durchmesser einstellen an der Vorrichtung, den ich möchte. Wer jetzt sagt, geile Vorrichtung, Videobeschreibung habe ich sie verlinkt. Also die Vorrichtung hast du wahrscheinlich in einer halben Stunde für deinen Fresstisch gebaut, also easy peasy. Juti, wie der Berliner sagt. Da würde ich mal sagen, können wir das Ganze eigentlich mal zusammenschrauben. Ich habe nur eine Schicht Hartwachsöl drauf gemacht, dann gleitet es auch besser. Die Innenschichten habe ich noch ein bisschen mit einem Wachs eingestrichen, dann gleitet das leichter. Jetzt probieren wir aber mal, ob der Bohrständer das Wichtigste kann, nämlich bohren. Also wie es ausschaut, funktioniert das Ganze. Jetzt messen wir mal grob, wie gerad das ist. Wer jetzt natürlich sagt, ich brauche absolute Präzision, bitte nicht nachbauen. Ja? Das ist kein Präzisionswerkzeug. Das ist eine Bohrhilfe. Wieso ist der nicht so? Achso, das ist eine Bohrhilfe. Ja? Das ersetzt keinen 200 Euro Bohrständer. Nur für die, die wieder meckern, dass das nicht genau sei. Ja, ihr braucht es nicht nachbauen. Für alle anderen, und das werden wir gleich messen, ist das, glaube ich, eine wirklich gute Hilfe. So, wir schauen mal. Ja gut, könnte man, also das ist ja auch nicht verlässlich, aber ich würde definitiv sagen, besser als mit der Hand ist es allemal. Dass das nicht perfekt senkrecht ist, das ist klar. Das war auch nie der Anspruch des Projekts, hier wirklich einen ganz hochwertigen Bohrständer zu ersetzen. Man sieht hier, ich habe natürlich ein bisschen Luft drin. Und diese Luft kann natürlich unten schon wieder den ein oder anderen Millimeter bedeuten. Aber ganz ehrlich, mit der Hand bohre ich so gerade sicherlich nicht rein, wie mit dieser Hilfe. Alles in allem also ein Projekt, was uns Heimwerkern wieder mal ein bisschen hilft, ein Problem zu eliminieren. Und zwar ist es, dass man komplett schief irgendwo reinbohrt. Die Bauanleitung dafür habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt, für die, die es nachbauen wollen und Maße wollen. Ich darf euch mal Danke sagen. Diesen Satz habe ich schon so oft gesagt, dass ich den total schluder. Ich darf auf jeden Fall Danke sagen. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung noch eine Playlist verlinkt mit lauter so coolen Produkten. Projekten, mein Struppe. Ja, heute ist schon wieder der Wurm drin. Schaut einfach in der Videobeschreibung nach, Leute. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis die Tage. Servus.